Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren geilen Reaction, und zwar die verrücktesten Schmuggelversuche aller Zeiten. Bei uns in Deutschland. Wenn es um das. Ja, abonniert gern Wissenswert, habe ich auch gemacht, ist geil, also kacken, Alter, rein. Was Schmuggeln geht, sind der Kreativität von Verbrechern keine Grenzen gesetzt. Im Laufe der Jahrzehnte haben sich Schmuggler nämlich immer genialere und ausgefallenere Wege einfallen lassen, um Waren, Dinge und sogar Menschen an der Polizei und dem Zoll vorbeizuschleusen. Im heutigen Video zeigen wir euch daher die verrücktesten Schmuggelversuche aller Zeiten. Es wird wirklich abgefahren, unerwartet und teils auch erschreckend, also bleibt dran, hier bei Wissenswert. Wir starten direkt mit einer völlig verrückten Schmuggelmethode, bei der sich Kriminelle eine uralte Kunst zunutze machen, nämlich die der Taubenzucht. Im Jahr 2020 entdeckte die Polizei in Kolumbien zufällig einen Taubenrauschgiftschmuggelring. Die Schmugglerbande züchtete eigene Brieftauben, denen sie beibrachten, zwischen zwei verschiedenen Städten hin und her zu fliegen. Statt Briefen befestigten sie kleine Behälter mit verschiedenen illegalen Substanzen an den Tieren, die diese dann sicher von A nach B flogen. Denn wer kontrolliert schon Vögel? Alter, ist das schlau, aber auch voll aufwendig. Junge, man tut einfach Tauben züchten und den beibringen, zwischen zwei verschiedenen Ländern hin und her zu fliegen und Schmuggelware zu transportieren. Junge! Irgendwann machten die Schmuggler dann aber den Fehler, einer Brieftaube ein zu schweres Päckchen umzuhängen. Der Transport war dem Vogel zu anstrengend und um eine Pause zu machen, landete er ausgerechnet neben einer Polizeistation. Anschließend mussten die Polizisten dann nur noch nachverfolgen, wohin die Taube weiterflog, und so wurde die Schmugglerbande überführt. Weiter geht's mit einem ungewöhnlichen Schmuggelversuch, der an der Grenze zwischen Mexiko und den USA aufgedeckt wurde. Eine Frau wollte dort alleine mit ihrem Auto in die USA einreisen, und obwohl ihre Papiere in Ordnung waren und auch das Fahrzeug auf den ersten Blick völlig sauber schien, hatten die Grenzbeamten die Vermutung, dass irgendetwas nicht stimmen könnte. Daher fingen sie dann an, das Auto der Frau sorgfältig zu durchsuchen, und fanden zunächst nichts. Erst als sie einen Hund in das Auto ließen, sollte sich das ändern. Das Tier schlug nämlich bei der Rückbank des Autos an, und daher vermuteten die Grenzbeamten, dass in den Sitzen Rauschgift versteckt sein könnte. Als sie die Rückbank aufschnitten, gab es jedoch eine große Überraschung. Tatsächlich versteckte sich hier nämlich ein Mann. Der Autositz war ausgehöhlt worden und der Mann war in den Sitz eingenäht worden. Äußerlich wirkte alles so normal, dass der illegale Einwanderer ohne den Zollhund niemals entdeckt worden wäre. Um aber tatsächlich... Oha, Junge. Junge, wer tut einfach in der Rückbank von seinem Auto tut einfach Menschen reinstopfen und zunehmen? Tatsächlich echtes Rauschgift in andere Länder zu schmuggeln, lassen sich Kriminelle einiges einfallen. Das Problem dabei ist nämlich häufig, dass nur recht geringe Mengen auf einmal transportiert werden können. Ein Kartell in Kolumbien setzte daher auf Hightech und investierte viel Geld, um tatsächlich ein eigenes U-Boot zu bauen, welches sie dann aufs Meer losschickten. Hierbei handelte es sich aber nicht etwa um ein kleines ferngesteuertes Modell, wie sie schon öfter entdeckt wurden, sondern um ein hochmodernes 14 Meter langes U-Boot. Als das U-Boot vor 4 Jahren zufällig von der US-Küstenwache entdeckt wurde, als es auftauchte, war es mit über 8 Tonnen Rauschgift gefüllt, mit einem Wert von unglaublichen 235 Millionen US-Dollar. Der nächste Schmuggelversuch auf unserer Liste ist gerade 30 Millionen US-Dollar. Der nächste Das könnte so richtig ich und mein Bruder sein, wenn wir was vom Edeka klauen, Junge. Schmuggelversuch auf unserer Liste ist gerade deshalb so verrückt, weil er so stumpf ist. Statt auf Hightech wie beim U-Boot setzte ein Lastwagenfahrer in Afrika nämlich einfach nur auf Besen. Aber der Reihe nach. Ein Lastwagen mit einer offenen Ladefläche voller Besen wollte die Grenze zwischen Südafrika und Mosambik überqueren. Weil den Grenzbeamten die Form der Ladung, also die der hochgestapelten Besen, irgendwie seltsam vorkam, zogen sie den Fahrer aus dem Verkehr heraus.
Und tatsächlich fand hier auch wirklich ein Schmuggelversuch statt. Die Beamten hatten allerdings nicht damit gerechnet, was sie hier finden würden. Als sie die Besen von der Ladefläche entfernten, kam darunter nämlich ein Auto zum Vorschein. Der Pickup stellte sich als gestohlen heraus und sollte in Mosambik verkauft werden. Machen wir weiter mit Seife. Denn nur weil Seife sauber macht, bedeutet das nicht, dass sie... Ist aber wirklich eine gute Idee. Man holt hier einfach so einen Lastwagen, Ladefläche, da packt man ein Auto drauf und tut das Schuhbuddeln. Selbst auch zwingend sauber sein muss. Diese Erfahrung machten Zollbeamten an einem Flughafen in Indien, als sie das Gepäck eines Reisenden kontrollierten. Der Mann hatte mehrere Seifenstücke dabei. Beim Durchleuchten an der Flughafenkontrolle stellte sich jedoch heraus, dass diese nicht nur aus Seife bestanden, sondern irgendetwas in ihnen versteckt sein muss. Beim Öffnen der Seifenstücke staunten die Zollbeamten dann nicht schlecht, als plötzlich immer mehr Gold zum Vorschein kam. Oha. Insgesamt war in der Seife Gold im Wert von über 50.000 Euro versteckt. Alter. Das Edelmetall an sich ist natürlich nicht illegal, aber der Reisende hatte... Ey, ohne Witz! Wisst ihr, wie viel Gold ich habe? Also in Euros. Ich habe ungefähr 0 Euro und 0 Cent in Gold. Schon krass, oder? Krass, gell? Ich bin reich. Das Gold in Dubai gekauft und wollte es nach Hause bringen, ohne Zollgebühren zahlen zu müssen. Weiter geht's mit einem Schmuggelversuch, der selbst erfahrene Beamte aufgrund der großen Kreativität überraschte. Bei der Überprüfung eines Transportes von Baumstämmen tauchten nämlich tatsächlich 25.000 Packungen Zigaretten auf, die Alter. In den mit viel Mühe und Geschick ausgehöhlten Baumstämmen versteckt worden waren. Die Schmuggler hatten die Enden der Baumstämme danach dann wieder mit Holz verschlossen. Trotz der vielen Arbeit wurde dieser Schmuggelversuch aber aufgedeckt. Ähnlich kreativ waren auch... Aber ich bin ehrlich, irgendwie so Leute, wo sich richtig Mühe geben, wie das so, wo extra Baumstämme aushöhlen und sich ganz klar und Dings hier versiegeln, irgendwie tun die mir schon ein bisschen leid, wenn es auffliegt. Einige Schmuggler, die versuchten, Tabak in ausgehöhlten Mohrrüben über die rumänische Grenze zu bringen. Die Schmuggler hatten tausende Mohrrüben ausgehöhlt, mit Tabak gefüllt und dann zwischen normalen Mohrrüben versteckt. Der kuriose Schmuggelversuch flog an der Grenze dann auch nur auf, weil das Gewicht der Ladung anders war als angegeben. Auch der nächste verrückte Schmuggelversuch auf unserer Liste ist äußerst kreativ. Im Jahr 2007 sollten nämlich etliche Bienenvölker per Flugzeug aus Südamerika an einen Imker in Belgien geliefert werden. Am Frankfurter Flughafen fiel den Zollbeamten dann allerdings auf, dass es Unstimmigkeiten in den Zollpapieren gab, und sie entschlossen sich daher, sich die lebenden Bienen einmal genauer anzuschauen. Tatsächlich waren dann zwischen den summenden Tieren zahlreiche kleine Boxen mit weißem Pulver versteckt. Insgesamt fand der Zoll 14 Kilogramm Rauschgift zwischen den Bienen mit einem Wert von über 1 Million Euro. Alter. Die Schmuggler hatten scheinbar darauf gesetzt, dass die Zöllner sich nicht an lebende Bienen heranwagen würden und dass Drogenspürhunde durch das Summen der Bienen irritiert werden würden. Übrigens, nicht jeder Mensch, der etwas schmuggelt, tut dies freiwillig oder weiß überhaupt etwas davon. Vor 3 Jahren kam der englische Fotojournalist Will Wintercross nämlich aus seinem Urlaub aus Frankreich nach Hause, ohne etwas Böses zu ahnen und ohne ein Verbrechen begangen zu haben. Umso verwunderter war der Engländer, als er ein Klopfgeräusch aus der Dachgepäckbox seines Autos hörte. Will Wintercross und seine Frau riefen sofort die Polizei, und als diese eintraf, entdeckte sie, dass sich tatsächlich ein fremder Mann in der Dachgepäckbox versteckt hatte und so, ohne dass der Journalist und seine Frau es ahnten, den kompletten Weg aus Frankreich mitgereist war. Wie sich später bei der Überprüfung des Mannes durch die Polizei herausstellte, aber er ist auch geisteskrank, Junge. Einfach von Alter. Einfach eine Gepäckbox sich Alter, es handelte sich bei ihm um einen Flüchtling aus dem Sudan. Der 17-Jährige versteckte sich heimlich in der Dachbox, um seine Flucht fortzusetzen. Nach diesem doch eher traurigen Fall geht es wieder weiter mit einem ebenso kriminellen wie völlig verrückten Schmuggelversuch, der an einem Flughafen aufgedeckt wurde. Der Zoll wollte hier eigentlich nur ganz standardmäßig einen 22-jährigen Norweger überprüfen. Da er einen etwas seltsamen Eindruck machte, musste er sich vor den Beamten dann entkleiden.
Was sie dann zu sehen bekam, schockte aber selbst die erfahrenen Zöllner. Tatsächlich hatte der junge Mann nämlich zahlreiche Beutel an seinen Körper geklebt, die sich auch noch zu bewegen schienen. Beim Öffnen der Beutel stellte sich dann heraus, dass der Norweger in ihnen ganze 14 lebende Pythonschlangen schmuggelte. Außerdem hatte er auch noch kleine, ebenfalls lebendige Geckos an die Beine geklebt. Schreibt uns bei dieser Gelegenheit gerne mal in die Kommentare. Junge, ist der dumm? Ach, wie ihr reagieren würdet, wenn ihr solch einen gruseligen Schmuggelversuch entdecken würdet. Wir sind gespannt. Zu guter Letzt kommen wir noch zu einem Schmuggelversuch mit einer unglaublichen Wendung. Tatsächlich werden nämlich nicht nur Menschen, seltene Tiere, Drogen oder andere illegale Dinge oft geschmuggelt. Immer wieder versuchen Schmuggler auch, historische Artefakte wie Statuen oder Bilder zu schmuggeln, um sie in anderen Ländern an reiche Sammler zu verkaufen. Im Jahr 2012 wurde von türkischen Grenzbeamten ein Lastwagen aus Bulgarien überprüft, der scheinbar mit solchen antiken Statuen beladen war. Wie sich dann jedoch herausstellte, waren die Statuen weder antik noch illegal. Es waren nämlich einfach nur Nachbildungen. Dafür waren sie jedoch verdächtig schwer und als die Statuen deswegen geröntgt wurden, fanden die Zöllner in ihnen hunderte antike Münzen. Die Münzen stammten aus dem alten Griechenland und waren unfassbar wertvoll. Ja, hätten die Schmuggler sie nicht gerade in scheinbar antiken Statuen versteckt, wären sie vielleicht nie gefunden worden. Nicht nur bei Grenzkontrollen, sondern auch Den heftigen Dinge, die Leute im Garten finden. Oh, Junge, einfach so ein Hakenkreuz. Boah, aber das können wir vielleicht auch mal gucken. Ja, also würde ich sagen, war eine richtig geile Folge. Ey, was für Folge? Bin ich dumm. War eine richtig geile Reaction, würde ich sagen. Hau da rein, Leute. Bitte schmuggelt eure Scheiße nicht nach Afrika. Das ist nicht cool. Würde ich sagen, macht es gut und tschüss, Alter, Kacken.